Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Ahaho, ha, Furzi Pups, der Knatterdrachen. Hallo. Da sind wir wieder, Steffen Israel, Felix Prober. Hey, Steffen, du trinkst aus einer coolen roten Tasse. Die sieht aus wie so ein rotes Batman-Telefon. So, als ob das so deine Tasse wäre, die du nur zum Podcast machen rausholst. Das ist so deine Podcast-Tasse. Ja, das ist die Notfall-Tasse. Immer wenn ich daraus Kaffee trinke, dann ist es ernst. Dann ist auch der Kaffee besonders stark gesüßt. Nicht so viel Koffein, aber gesüßt. Und heute ist es ein Notfall. Heute musste sie ran. Wieso? Was geht ab, Steffen? Wie hast du deine letzten, dein großes Tourfinale überstanden? Ach, ja, war deine Mutter da? Meine Mutter war da. Ich habe sie abgefüllt. Sie musste, liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Sie musste Schatz trinken mit uns. Es war Shut O'Clock angesagt die ganze Zeit. Ich habe sie dann irgendwann ins Taxi geführt. Sie konnten nicht mehr. Ich konnte noch ein bisschen. Ist es ein Ressentiment von mir, wenn ich irgendwie denke, dass deine Eltern ganz gut im Schotz trinken sind? Nee, meine Mutter gar nicht. Sie raucht und trinkt eigentlich kaum. Sie hat, glaube ich, 1,5 Schotz getrunken. Ich wollte jetzt ein bisschen angeben. Sie hat, 2, ja. Aber das reicht bei ihr. Da ist sie schon, da denkt sie immer schon, sie ist besoffen. Du sollst ja nicht immer alles erzählen, Steffen. Vor allen Dingen, meine Mutter hat gesagt, so, dass sie wiederum das gehört hat, dass du das in der Stellung gesagt hast und dass sie dann wiederum dachte, ja, Felix, du kannst das eigentlich dir auch mal zu Herzen nehmen. Und zwar, wo ich in der letzten Folge darüber geredet habe, dass ich so absolut fasziniert davon war, dass es Menschen gibt, gefühlt, die 6.30 Uhr arbeiten. Da meinte sie so, ey, Junge, das betrifft eigentlich ziemlich einen großen Teil der Bevölkerung. Die müssen 6.30 Uhr arbeiten. Das ist jetzt nicht so ganz exotisch, wie du dir das vielleicht vorstellst. Weil ich mich so quasi geoutet habe als jemand, der quasi gefühlt noch nie einen ordentlichen Job hatte und das einfach absolut faszinierend fand, dass es Leute gibt, außer Bäcker, die 6.30 Uhr anfangen müssen, schon zu arbeiten. Es gibt auf jeden Fall Berufe, wo man das machen muss. Oh Gott, jetzt können wir reden uns wieder um Kopf und Kragen. Genau. Steffen, erzähl lieber mal von deinem Abschlusskonzert, an dem, wo ich ja nicht da sein konnte. Ja, da habe ich mich drum gekümmert. Im Chemnitzer Termino. Felix, mach dir keine Sorgen, ich habe mich drum gekümmert, dass du da warst. Wie soll ich anfangen? Ich bin auf jeden Fall, es ist so einiges einfach so abgefallen, kennt man ja, typisches Aftertour. So, jetzt kann man mal irgendwie Schwäche zeigen und irgendwie, jetzt ist ja Tag 3 nach der Tour, ich fühle mich immer noch wie ausgeschieden, aber ja, es wird langsam. Nee, es war wirklich ein sehr schöner Abend. Deine Kollegen Max und Karl waren da, haben sich's angeguckt, habe ich mich sehr gefreut und damit die Leute nicht denken, dass du nicht auf dem Konzert warst, habe ich ein Double für dich organisiert, was für dich eingesprungen ist. Dieser große Wolf, den immer mitschleppt. Und der ist kaputt gegangen. Der hat wirklich die ganze Tour durchgehalten und in Chemnitz, wir reichen den ja immer so durchs Publikum, hat sie nicht ganz überstanden, die Irmgard. Wollte ich jetzt nochmal sagen, Chemnitz für oder gegen Chemnitz spricht. Waren dann die meisten Leute oder war da in Leipzig mehr vom Publikum? Ah, ich glaube, Chemnitz war ein bisschen mehr. Ah, okay, krass. Also da war, also das große La Grand Finale, La Grand die größte Finale. Tränenshow quasi. Das war eigentlich die größte Tränen-Solo-Show, glaube ich. Also glaube ich schon. Ich glaube, in Chemnitz bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch so dann hinten nochmal das Hintertürchen aufgemacht, ein paar Leute reingelassen. Es sah auf jeden Fall groß aus auf Instagram und so. Ja, es war auch groß. Es ist auch wirklich ein schöner Club. Und was richtig gut war, jetzt ein bisschen Nerdy-Talk, wir hatten eine richtig... Die haben dort eine richtig geile Anlage reingestellt. Und zwar hat irgendwie, haben die eine Anlage, wollten die testen fürs IOZ. Das IOZ ist ja nochmal viel größer, soll irgendwie eine neue Anlage bekommen. Und da haben die erstmal jetzt getestet im Atomino bei uns. Ja, okay. Also da hing wirklich, ich konnte es mir ja leider nicht anhören. Aber die Leute haben, du hast so in so Gesichter geblickt, die alle so wie so ein so Windkanal. Ja, alle taub jetzt, sorry nochmal. Nee, das war schön und Domi war da für dich, denke ich mal. Ist doch ein guter Ersatz. Ist für dich. Ach so, ja, klar, der springt immer mal ein bei mir. Nee, es war schön dann auch die Aftershow-Party. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass nach so Konzerten die Leute immer gehen, so Aftershow-Partys, die funktionieren nicht immer, aber diesmal war es wirklich auch richtig schön. Kleiner Partyberater-Trip von Steffen und mir. Was bei Aftershow-Partys nach einem Konzert wirklich wichtig ist, ist, dass man nicht auf die Idee kommt, das DJ-Pult auf die Bühne zu stellen, auf der gerade gespielt wurde.
Die Umbaupause dauert zu lang, ja. Das ist ein Fehler. Na, und vor allem ist es zu groß dann doch. Du musst die Bühne abhängen, du musst einen Vorhang zumachen, dann können die dir erstens dahinter in Ruhe abbauen und dann musst du das DJ-Pult ins Publikum reinstellen oder dann eher vielleicht diesen, da wo der Soundmann stand oder so, oder die Soundfrau. Also irgendwie muss das dann quasi verkleinert werden, damit das auffängt, weil ja dann doch nach dem Konzert gibt ja auch einfach Leute, die dann sagen, so, jetzt habe ich mir das Konzert angeguckt, jetzt fahre ich nach Hause. Und damit man das auffängt, muss der Club verkleinert werden. Ja, ja, das war so, der war dann irgendwie vor der Bühne, wie du sagtest, Felix, du bist einfach, kennst dich auch, wurde ein Vorhang, kam ein Vorhang von der Decke und dann kam so das DJ-Pult reingetragen von so vier starken Personen, so durchs Publikum, zur Seite, ich bin DJ, zur Seite, und dann wurde das da aufgebaut, ganz schnell. Genau, und wir haben natürlich... Lassen Sie mich durch, ich muss die Party wieder beleben. Sie kackt ab, wir verlieren sie, schnell, David, kackt ab. Nee, was wollte ich noch sagen? Ja, und es war jetzt zwar ausverkauft, aber wir haben natürlich damit gerechnet, dass ein paar Leute immer gehen, und haben dann trotzdem groß angekündigt, es wird Abendkasse geben zur Aftershow. Wer nur zur Aftershow-Party kann, wer keine Tickets hat, kommt zur Aftershow-Party. Und dann sind dann auch natürlich noch ein paar Leute. Und du hast ja auch noch aufgelegt. Ich habe auch noch mal aufgelegt, aber es war mehr so, also waren einer meiner schlechtesten Übergänge. Ich war ein bisschen dann zu viel, musste mir mit meiner Mutter die zwei Shots trinken, aber das war okay, denke ich, hat gereicht. Nee, es war ein schöner Abend, sind auch Tränen geflossen. Ja, Tränen. Und ja, ach, war schön. War wirklich ein schöner Abend. Na, Steffen, apropos auflegen, willst du mal direkt mal einen Song auflegen und dann haben wir, ich habe hier noch eine Menge auf dem Zettel. Das ist ja krass, ja. Feedback und ich erzähl's dir gleich, wo ich war. Ich habe ein absolutes Abenteuer erlebt. Du warst im Bali. Aber, nee, ja, ich würde gerne noch einen Song spielen von einer Künstlerin, die ganz am Anfang bei uns mit auf Tour war. Aber ich habe ja schon Semia gespielt und Elena Ruth. Und sie habe ich da, und Slow Noon, und sie habe ich, einfach vergessen. Deswegen würde ich sie jetzt gerne noch spielen. Und zwar, das wird Scheherazade, war das aus Darmstadt, kommt sie. Ja, die hat uns die ersten zwei Shows Support gespielt, auch, also klingt richtig cool. Mich erinnert das so ein bisschen auch an Austra, wer das kennt. Das ist auch eine Künstlerin, die mir ganz gefällt. Und irgendwie hat es so den Vibe so ein bisschen, ja, so ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen, hört es euch an. Hier mystisch, kommt Steffen, mystisch. Bis gleich. Cherry Said mit Your Fall on the Porch. Da sind wir wieder. Steffen Israel, Felix Brummer bei Radio mit K. Ihr hört uns auf Sputnik, Fritz oder im Podcast oder auf YouTube. Aber auf YouTube sind es wirklich wenig Leute, muss man sagen. Das ist so ein kleiner Kreis von so 400-500 Leuten, die sich dieses YouTube-Standbild immer so lange angucken, bis sie irgendwann das Zwinkern sehen. Irgendwo in jedem Video ist immer eins versteckt. Genau. Es gibt so ein kleines Zwinkern von uns. Okay, Steffen, dein Abschlusskonzert ist vorbei. Du sitzt jetzt zu Hause und fällst in ein Loch. Ich wollte noch eine kleine kurze Geschichte erzählen zu meinem Zustand. Also es sind zwei Dinge passiert. Erstens war ich gestern schon um 11 hier und wollte einen Podcast aufnehmen. Ach so. Und dann war ich so, eigentlich schickt doch Anita immer den Link. Dann gucke ich nochmal in den Kalender, auch morgen. Ach Gott, weißt du, das Aufstehen fiel mir jetzt auch die Tage nicht so leicht. Wir fangen ja 6:30 an mit Aufzeichnen. Wie normale Mensch, ganz normal. Wenn ihr jetzt fragt, hä, so früh ist nicht normal. Ja. Völlig normal, 6:30 Uhr. Hey, was ist denn daran komisch? So ganz normal. Nee, und dann, und gestern. 6:30 Uhr, Presslufthammer. Die Straße war, hey, normal. Ja, wir machen wir alle. Hey, Felix, was ist mit dir los? Das machen alle. Und dann, gestern lag ich noch im Bett und habe mir noch was angehört, so auf die Ohren gepackt, noch so ein bisschen zum Einschlummern. Und dann merke ich, ich werde langsam müde, schlaf ein, ich packe mal meine Ohrstöpsler weg, solche hier mit Bluetooth, und will die so neben mein Bett legen. Auf einmal höre ich nur so plätschern, das Geräusch. Habe ich die aus Versehen, Idiot, in meine Wasserglas geworfen. Und ich war aber schon so übelst müde und war auf einmal so, oh fuck, nee, scheiße, stehe so auf und weiß nicht, was ich machen soll, und habe dann erstmal das Glas getrunken. Nein, weißt du, das muss ja schnell gehen. Ich wollte es nicht auf meinen Boden, und dann habe ich die verschluckt. Nee, habe ich nicht, aber... das war so richtig unnötig auch wieder, ey. Du hast natürlich jetzt erstmal in Reis gelegt. Wie war das, wenn ich immer machen muss? Nee. Reis. Ja. Nudeln. Nee, ich hab
Also du bist quasi noch so ein bisschen durch den Wind, ne? Du bist ein bisschen verschallert. Ich bin richtig, man hört es vielleicht auch so ein bisschen, Stimme nicht so, der Körper nimmt sich jetzt Wasser. Nö, du, also ehrlich gesagt, du wirkst eigentlich relativ frisch, muss ich sagen. Danke. Fassade. Alles Fassade. Jetzt der Moment, das wäre der Moment gewesen, wo du sagst, ja, Felix, du auch. Du, natürlich, ja. Immer. Also du strahlst förmlich vor Leben. Das pure Leben strahlt mich hier an, wenn ihr das sehen könnt. Ich brauche eine Sonnenbrille. Na, ich habe bei mir war es jetzt so, ich war ja leider nicht da, ich hatte ja leider Verpflichtungen, unter anderem von einer erzähle ich jetzt gleich. Aber ich habe auch so gedacht, ich komme jetzt so langsam, ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge schon erzählt, dass ich so einen Barabend hatte und dann ich quasi so am nächsten Tag so denke so, oh, ich habe so einen leichten Kater und dann mischt sich so direkt diese Angst rein, oh nee, jetzt bitte nicht wieder krank. Also weißt du, ich merke so richtig, wie sich so meine Lust auf, durch diese Krankheit, von der ich in der letzten Folge und in der vorletzten Folge und wahrscheinlich auch schon in der vorletzten Folge erzählt habe, die sich wirklich relativ lang zog und die wirklich relativ doll war, wo ich dann so mit so Antibiotikum und so meinen Körper zügeln musste. Gerade gebogen hast. Jetzt merke ich so richtig, wie mir so ein bisschen die Lust jetzt erstmal zumindest mittelfristig daran vergangen ist, einfach so wegzugehen. Ich denke so, oh nee, ich will dann nicht wieder so, jetzt gar nicht, weil ich da irgendwie große Verpflichtungen hätte, sondern einfach, ich mag das irgendwie gerade, und jetzt kommt auch der Frühling und so, dieser Unterschied zwischen, man geht früh aus dem Haus raus und die Vögel zwitschern und man ist fit, versus man geht früh aus dem Haus raus und es fühlt sich so zerknittert und so, irgendwie, es ist jetzt gerade so, ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ändert und dass es jetzt nicht einfach so bleibt. Für immer, weißt du, so gefühlt ist das, was ich so erzähle, höre ich das so von Leuten, die dann irgendwann einfach aufgehört haben, wegzugehen. Die sagen so, oh nee, ich habe da irgendwie keinen richtig, ich finde es irgendwie schöner, fit zu sein und früh ein bisschen Sport zu machen. Fühle ich mich einfach ein bisschen wohler. Das ist mir einfach den Barabend nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe so Angst, dass ich jetzt so reinrutsche in diese, auch in diesen Vibe, durch dieses einmal richtig doll krank werden. Das hat mir richtig doll verleitet irgendwie. Ja, ich glaube, das ist jetzt so eine Phase jetzt auch, wo jetzt kommt wieder so eine Kältewelle, wo man auch wieder so fröstelt und so. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt's da wirklich so einen Tag, wo man auf einmal gar keine Lust mehr hat. Aber vielleicht ist es ja auch nicht verkehrt, weil es gibt ja auch die Leute zum Beispiel, die dann nur noch in Bars gehen. Irgendwie. Das will man ja auch nicht dann immer. Nee, eben, aber da verstehe ich auch nicht den Sinn. Du kannst ja in einer Bar, kannst du dir einen amtlichen Kater reinzimmern. So, an sich ist das ja. Soll gehen. Vielleicht ist die Kater dann doch kürzer. Ja, der Kneipenabend ist kürzer, aber ja, nee, keine Ahnung. Nee, ich verstehe das schon. So Bars ist also überbewertet. Naja, Steffen, ey, hier, ich wollte erzählen, ich habe unverkatert zum Glück, das hätte verkatert irgendwie gar keinen Spaß gemacht, ich wurde eingeladen von unter anderem meiner Mutter zum, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kam, zu so einem Flug mit Teil meiner Familie. Fallschirmspringen. So ein Flugsimulator. Und zwar sowas, wo du quasi das so wie üben kannst. Sowas wie so ein Wellenbad zum Surfen üben. So ein bisschen so ist das wie so zum Fallschirmspringen üben. Also quasi kommt einfach von unten, ist einfach so eine Röhre von unten und ganz, ganz viel Luft hoch und man fliegt dann so da drin. Ja, das sieht immer übelst cool aus, aber ich glaube, es ist voll schwer und es ist total embarrassing, wenn man das erste Mal macht. So wie Surfen. Ja, dachte ich auch. Ich dachte auch, dass das so total peinlich gleich wird, wenn man so, wir hatten dann so gebucht und dann gab es dann quasi so, war von vornherein gesagt, okay, jeder hat irgendwie 1:50 oder so. Und ich dachte so, hä? Das ist doch, also ich dachte, man geht so rein und dann wirbelt man so rum. Und, ich kann überhaupt nicht, dann ist schon die Zeit vorbei. Aber tatsächlich, also man hatte auch so jemand dabei, der so ein bisschen der so die Hand nimmt, wenn man es wirklich noch nie gemacht hat, so. Aber tatsächlich ist es relativ intuitiv, dass man so, wird einem vorher ein bisschen erklärt, aber dass man dann so in der Luft schweben kann. Und es ist. Da hat es geklappt bei dir. Ja. Und es ist wirklich, das war wirklich irgendwie ganz interessant. Kriegt man da Luft? Das ist ja, oder? Ja, ich hatte so einen Vollhelm auf. Mit so einem Plastikvisier quasi davor. Also das war, ich hatte jetzt nicht so ein Gesicht, weil so geflattert ist.
Aber ja, das war wirklich ganz lustig. Und dann konnte man noch für 17 Euro mehr, konnte man quasi noch so quasi so spontan dazu buchen, dass der mit einem das so gemacht hat, dass der einen dann nochmal so wie so einölt begleitet hat. Und dann ist man nochmal, da haben die nochmal den Wind so richtig aufgedreht. Und dann ist man so richtig so 7-8 Meter so nach oben geflogen. Das war schon ganz schön wild, Alter. Aber also, ja, und das, man kriegt das gleich so gebacken, dass man sich hält. Ja, tatsächlich. Also sobald man da zu weit rechts, links ist, dann fällt man doch wahrscheinlich runter wie ein Stein. Naja, so ganz so, wie jetzt wird einem vorher so ein bisschen erklärt. Das ist, da habe ich wieder das Ding gekriegt. Kennst du das, dass wenn man in so manche Bereiche so reinkommt und dann sind das so, da trifft man quasi als, man macht es zum ersten Mal, man ist auch noch null, der Tag ist noch relativ jung, es ist so vormittags und dann trifft man aber auf so einen Trainer, für den man offensichtlich schon so die vierte Gruppe ist und der sich schon so einen Talk angewöhnt hat. Der ist immer so, hey, ich zauber euch jetzt ein Lächeln aufs Gesicht. Das ist doch unser größtes Ziel, oder? Und dann jetzt mal alle an die Hand nehmen und schon so eine Jokes, so wie es so drauf hat und so. Und man dann wirklich so, also man fühlt sich quasi unhöflich, weil man ihn immer so ein bisschen so hängen lässt, weil man so halt nicht drüber lacht sozusagen über den Joke und dann zwingt man sich so ein bisschen so mitzulächeln. Aber man kann einfach, es liegt gar nicht daran, dass der Witz so unglaublich unlustig ist, sondern einfach daran, dass man erstens die Energie einfach noch nicht matchen kann von so jemandem, der quasi so, hey, bah, und dann hat er am Ende noch so was vorgeführt, dann ist er so ganz krass da drin. Und man selber ist eben noch so ein bisschen so, Aber es macht ihn anscheinend Spaß, er hat voll Freude an seinem Job und will die vielleicht so ein bisschen rüberbringen, so einen Funke überspringen lassen, so ein bisschen, Leute, das wird euer... Ja, also hat er auf jeden Fall versucht, es war so total... Genau, er hat dann mit uns danach... Er freut sich schon, weil er weiß, Leute, es wird der beste Tag eures Lebens. Hey, oh! Ja, ich hoffe jetzt auch nicht, dass wenn ich jetzt so viel drüber rede, nicht, dass er das dann hört. Der das hört, du willst bestimmt noch mal hin mit mir. Ja, genau, man hat dann nämlich am Ende auch noch ein bisschen so Feedback bekommen. Und in dem Feedback ging es dann viel darum, oder war dann zum Beispiel auch so Sachen, die man so ankreuzen konnte, so ob man schon mal eine Drehung dann hinbekommen hat bei diesen Dings oder ob man irgendwie schon mal ohne den Trainer da ein bisschen sich in der Luft gehalten hat und so. Und unten war das so ein Punkt, wurde dann eben angekreuzt oder nicht angekreuzt, wenn du es geschafft hast oder nicht geschafft hast. Und unten war noch ein Punkt so, hat durchgehend gelächelt. Und der wurde natürlich bei uns allen angekreuzt. Ging das um den Trainer bewerten oder sich selber? Was? Sich selber sozusagen. Das war dann so eine Art Flugzeugschirm, was man sagt. Ja, das war so ein bisschen, da musste man so ein bisschen wie so durch, dass man so dachte, oh, das ist jetzt irgendwie gar nicht so richtig mein Film, aber der ist ja irgendwie trotzdem, der bringt einem das ja irgendwie bei und man will ja auch was lernen und so. Und ja, das war so ein bisschen komisch. Aber das ist manchmal auch, das geht mir manchmal auch mit KellnerInnen so. Dass die dann auch so manchmal an den Tisch kommen und dann so kleine Jokes irgendwie haben, die sie so voll so gelernt haben. Mir fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber so. Ja, ich weiß, was du meinst, hatte ich, ja. Und dann merke ich ja manchmal so, da ist der dann so bei unserem Tisch und dann ist man so ein bisschen so peinlich berührt und es ist so ganz still und dann denkt er so, oh Mann, das irgendwie tut mir das jetzt auch leid, den jetzt so hängen zu lassen. Und dann sieht man aber so, dass er dann so an einem anderen Tisch sitzt und dort so, aha, da biegen sich die hauen sich auf die Schenkel, die Bäuche biegen sich vor Lachen. Und ich so, ja, okay, das ist einfach, Leute viben einfach unterschiedlich aber miteinander. Ich finde das immer gut, wenn Leute so Witze machen, weil dann denke ich immer, okay, die sind irgendwie gut gelaunt, man hat es ja auch oft, wenn Leute einfach pisst sind und schlecht, dann denke ich mir, oh, habe ich auch gleich so Mitleid irgendwie mit dem, okay, ja, verstehe ich irgendwie, hätte jetzt auch keinen Bock hier irgendwie 8 Stunden lang irgendwie. Naja, das stimmt schon, das ist auf jeden Fall. Der lieber einen schlechten Joke. Ja. Da hast du absolut recht, natürlich. Nee, aber war ziemlich Lustiges. Steffi, ich habe mir noch aufgeschrieben, zum... Ja, liebe Grüße an deine Mutter dann. Hat sie auch gefallen, ja. Zum Feedback von der letzten Folge. Du hattest doch die letzte Folge war die cineastische Folge, Leute. Könnt ihr nochmal nachhören, dafür sind zwei Filmexperten, Steffi und ich. Und unter anderem hast du diesen Film geguckt hier, Der Junge und der Reiher, den du ja so ein bisschen geht so fandest, oder? Ja, fand ich. Ich habe auch Feedback dazu bekommen. Mir hat auch jemand geschrieben, dass er auch fand, aber da war ich ein bisschen beruhigt, da fand es auch so ein bisschen teilweise schwer zu verstehen, aber zum Glück hat er mir dann noch ein paar Artikel geschickt, wo es ein bisschen erklärt wird. Und wenn man sowas gewusst hätte, so, dann wäre es vielleicht alles ein bisschen spannender gewesen. Aber wie gesagt, ich war Neuling bei den Ghibli-Filmen. Ich bin da überhaupt nicht vertraut gewesen. So. Na, ich fand einfach nur lustig, dass ich dann gesagt habe, ah, okay, den Film, den Steffen so ein bisschen geht zu fahren, der hat einen Oscar gewonnen.
Ach so, wirklich? Ich habe das ja, wir hatten ja, ja, habe ich gar nicht verfolgt. Ja. Gut, siehst du. Und ich habe noch, eine richtig lustige Feedback bekommen von Svenja, die uns geschrieben hat. Ich weiß noch, wo ich so, das ist jetzt schon 2 Folgen her, wo ich so krank war, ne? Mhm. Ich werde übrigens den Rest meines Lebens jetzt nur noch immer davon erzählen, von diesem einen Mal, wo ich krank war, Leute. Nee, und zwar erzählt sie da so, dass sie das so gehört hat, unsere Folge, und dann sage ich doch so, ey, ich war so krank, ich konnte kaum raus und so, und habe mir dann so ein Essen geholt, und dann bin ich so aufgestanden, um das zu holen, um das zu zeigen. Und dann dachte sie, so während sie das hört, dachte sie so, oh nee, machen die jetzt auch so HelloFresh-Werbung? Ach so. Dass das quasi so, weißt du, so in dem Podcast so, hey, ich habe nämlich hier diese neue frische Box von HelloFresh mir bestellt. Und ich muss wirklich sagen, Steffen, das war ein wahnsinniges, tolles Erlebnis. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wir sind ja öffentlich-rechtlicher Sender hier. Also unter anderem deswegen, aber ohne Scheiß, also auch so, wenn ich jedem, wir haben einen echten Beruf, der Steffen spielt im gefühlt 8 Bands, so, wenn wir jemals in einem Podcast sowas machen sollen, dann könnt ihr uns wirklich direkt wegcanceln, tschüss, müssen wir nie wieder an, also ohne Scheiß, da retire ich in diesem Moment, lass das Mikrofon fallen und retire in diesem Moment, wo wir sagen so, nein Steffen, aber wirklich, diese App, die hat mir wahnsinnig toll geholfen, um meine Finanzen zu checken, ich hab jetzt echt meine ganzen Versicherungen, habe ich jetzt hier auf dieser App irgendwie sortiert. Ey, wenn ich bestelle, dann bestelle ich direkt immer diese großen Packungen von dieser einen Firma, die immer diese großen nachhaltigen Packungen liefern. Und das ist wirklich eine wahnsinnige Qualität. Und so. Diese selbstgesprochene Werbung, ich finde das so crazy cringe. Das ist wirklich, tut mir jetzt wirklich leid an alle Podcast-KollegInnen von uns. Aber das tut weh. Steht ein Jahr später. Hey, Felix, hast du die... Nein, wir bleiben dem Öffentlich-Rechtlichen treu. Uns reicht euer Geld. Wir brauchen das Geld von Konzernen nicht. Eure Gebühren zahlen. Ich muss jetzt nochmal kurz einschränken, da machen. Es gibt ja Podcast-KollegInnen, die das machen, die so, ich finde, das nenne ich für mich mal so die Hustler und Hustlerinnen, so, ne? Die einfach so kleine, also so im Sinne von, das ist jetzt nicht irgendwie große, aber es gibt eben auch Podcast-Leute, die Podcast machen, weil die schon berühmt sind. Riesengroße Prominente, weil die irgendwie Buchverträge, weil die im Fernsehen, weil die einfach riesenberühmt und reich sind, denke ich dann immer. Also, und wenn die das dann machen, da kriege ich dann wirklich den absoluten Ick davon, dass man das dann auch noch irgendwie mitnehmen muss. So. Ja. Ja, deswegen sind Leute reich, weil sie alles mitnehmen, glaube ich manchmal. Und diese eingesprochenen Dinger, die bringen halt, glaube ich, nochmal richtig, also glaube ich, ja, noch ja, mehr. Ja, also, wenn du jetzt zum Beispiel eine fertige Werbung reinjagst, wenn du selber erzählst, dann sagen wir, wir legen da nochmal was drauf, wenn ihr das macht. Ja, sorry, ich wollte das jetzt nicht hier zu so einem 10-minütigen Selbstlob-Monolog hier werden lassen. Ich fand nur diese Vorstellung von Svenja lustig, dass wir dann so, dass ich dann zurückkomme. Also, und in Wirklichkeit habe ich ja wirklich so eine übelst krass ungesunde Rahmen fertig Nudeln, die voll lecker ist. Naja. Ey, hast du noch was auf deinem Zettel? Weil bei mir warst du das eigentlich schon fast. Naja, apropos so Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Kannst du dir vorstellen, vielleicht, wenn du schon keine Werbung machst, vielleicht in den akademischen Grad noch mal einzusteigen und vielleicht so ein Lehrstuhl irgendwo anzunehmen? Nee, achso, du spielst auf unseren guten Kollegen Campino an. Da, aber da muss ich sagen... So ein Chef. Unser aller Chef. Campino. Was würdest du sagen, ist unser Chef? Würdest du sagen, ist Campino, oder würdest du sagen, ist Farin Urlaub? Campino ist schon mehr so der Chef von uns allen. Nee, Campino nimmt das Zepter in die Hand. Farin Urlaub ist eher so der zweite Boss, der alles so erlaubt und sagt, ey, macht was ihr wollt. Und Campino sagt, aber nee, so geht sogar. Campino ist Dumbledore und Farin Urlaub ist so Snape. Okay. Also, oder so, wer ist McGonagall? Gandalf. Gandalf und... Na, irgendwie, es muss doch Platz sein für Herbert Grönemeyer. Wer ist Herbert Grönemeyer? Du bist gar nicht im Harry Potter-Universum drin. Ich bin im Harry Potter leider voll. Ich habe auch letztens so einen schönen Beitrag. Mit dir kann man jetzt gar nicht die Bälle hin und her spielen. Das ist jetzt wirklich tragisch. So einen lustigen Beitrag gesehen, wie so eine Darstellerin von Harry Potter so meinte, sie findet es faszinierend, wie die Leute irgendwie nach 20 Jahren immer noch so total ihr Leben ausrichten nach Harry Potter und so. Und dann muss ich sowas lesen wie, da gibt es dann so eine Wedding-Theme-Harry Potter-Hochzeit und die so, Leute, das ist ein Kinderfilm, get over it. It's over. Wie könnt ihr... Also,
fand ich irgendwie lustig. Aber. Ja, naja, ich meine, also auch bei dieser ganz offensichtlichen Transfeindlichkeit von der Autorin, ist es halt auch so, du merkst eben, dass Leute schwer zu etwas Distanz aufbauen können, was eben nicht nur, was sie nicht einfach gut fanden, sondern was so zu so einem Teil ihrer Identität geworden ist sozusagen. Weißt du, du fandest Harry Potter, das hast du eben als Kind gelesen und das ist so dieser tiefe innere Wunsch von dir auch nach Hogwarts zu kommen. Und das ist so verwoben mit Identität, dass jeder Angriff, der gar nichts mit dir zu tun hat, der sich einfach nur gegen Joanne K. Rowling richtet sozusagen, wird dann zu so einem Angriff auf die eigene Identität sozusagen, auf die eigene Kindheit so. Das, weißt du so, und du fühlst dich dann wie so, meine Kindheit kann doch nicht so falsch gewesen sein. Ich habe das, weißt du, und deswegen ist es immer so. Also denke ich manchmal. Für viele ist, ich verstehe das schon. Es ist ja auch so ein Gefühl von Geborgenheit und absolut, so, so gemütlich. So, oh, ja. Diese Welt. Aber ich würde jetzt auch meine Hochzeit nicht da. Naja, kann doch aber jeder machen, wie er will. Na okay, halten wir fest, Campino, du wolltest ja eigentlich erzählen, dass der eine Professur angenommen hat. Ja, habe ich jetzt gelesen, irgendwo an Düsseldorf, an der Universität. Düsseldorf? Ja, wahrscheinlich. Ja. So, okay, Stefan hat relativ wenig darüber gelesen. Es ist mir gerade nur spontan eingefallen, weil ich habe wenig darüber gelesen, bin ich ehrlich. Ja. Nur irgendwie, dass das so ein Gastdozenten-Schwerstuhl ist, wo schon viele Prominente mal irgendwie. Ja, ich finde das echt relativ sympathisch, weil der letzte davor war Rainer Maria Brandauer, und da war Campino war wiederum da im Publikum sozusagen, hat sich das angehört und so. Ja, keine Ahnung. Nee, ich bin ja wirklich eher auf dem Film. Ich würde eigentlich fast eher noch mal irgendwie selber. Ja, da denke ich ja immer so ein bisschen drauf rum, wie man das noch irgendwie anstellen könnte, dass es nicht so cringig, ja, so eine komische, so eine Show-Veranstaltung ist. So. Fernuni. Nee, ich will ja, das ist ja mein Problem, ich will ja nicht nur mir Wissen aneignen, ich will ja schon auch auf dieses. Auf die Mensa-Partys. Ja, nee, die Mensa-Party nicht, aber so dieses, da halt so in der Bib. Ich würde gerne in der Bib Ich würde gerne die Vorlesungen mitnehmen. Ich würde gerne so überdenken. Ja. Ich würde mir gerne dann so am Kaffeeautomaten hätte ich dann gerne so schon. Ich wüsste schon, wo man dann so gegendrücken muss, damit das dann die Gummibärchen rausfallen und so. Weißt du, ich hätte gerne so einen Teil von so einem. Ich romantisiere das übelst. Wahrscheinlich ist es total langweilig in Wirklichkeit oder einfach auch anstrengend. So, aber irgendwie denke ich mir das manchmal, dass es einfach, dass ich das ein bisschen schade finde, dass ich das verpasst habe, also dass ich das nie gemacht habe. So ein bisschen Uni-Life. Ja. Weißt du, einfach irgendwie so in Freiburg. Ich denke ich auch manchmal. An der Uni. Oder damals, wo wir in Konstanz auf diesem Uni-Festival vor 2 Jahren im Sommer gespielt haben, weißt du noch? Wo wir da auch so an dem Tag da so einfach an diesem Fluss abgehangen haben in Konstanz und die ganzen Studis da so rumgechillt haben. Man sieht die dann so von Weitem und denkt so, oh, die haben so ein geiles Ständenleben. Aber wenn man sich die Gespräche anhört, dann ist es nur so, oh, scheiße, morgen wieder Prüfung. Ich habe noch nicht gelernt, Mann. Ey, ja, ich glaube, ich fall durch. Oh nein, ich muss. Wie ist der Existenz? Vielleicht, ist und, ja, vielleicht wahrscheinlich. Ne? Oh, der Prof bringt mich um, ey. Ich kann Campino wieder, hat mir eine 5 gegeben. Okay. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Leute. Ja, aber vielleicht studieren wir irgendwann mal, Felix. Ich überlege jetzt gerade, Steffen, ob du noch mal eine Runde, oder wollen wir uns festhalten, dass wir in der nächsten Folge noch mal ein paar Bandnamen von dir raushauen? Ja, das habe ich, das ist quasi noch so, habe ich noch ein Pedo, genau. Du könntest jetzt mal noch einen Song spielen, wir machen das nächste Woche, versprochen. Genau, aber bevor ich den Song, ich würde gerne, Leute, als Tellerhausaufgabe für nächste Woche, ich würde gern deutsche Musikstars einordnen in quasi Dumbledore, Snape, McGonagall, also quasi so die ganze Schule, Filch, der Hausmeister. Finch asozial. Oh, Hagrid ist wichtig. Hagrid. Wie heißt der Professor Hut? Sprout. Wie heißt der Hut? Ich quatsch hier nicht rein. Ich gebe gerade Hausaufgabe unseren Hörerinnen und Hörern hier. Und, na, ich sag mal so stellvertretend für die Geister noch so ein Hausgeist. Okay, das quasi im Musiker. Bitte an unsere Instagram-Seite Radio mit K. Bis nächste Woche, okay, Leute. Ja. Und jetzt könnt ihr euch noch gern den neuesten Song von Girl in Red anhören. Dumbledore. Doing It Again, Baby heißt der. Und ist die zweite Single zu ihrem Album. Freue ich mich richtig drauf. Girl in Red, hier bei Radio mit K. Leute, wir hören uns next week. Bleibt zu ihrer Seite, wenn ihr euch verändern wollt, ist auch in Ordnung. Tschüss. Macht's gut, wählt nicht die AfD. Macht's gut, tschüss. Bleibt stabil, wählt nicht die AfD. Tschüss.